Wacken und somit auch mein Sommerurlaub ist vorbei und damit endet dann auch meine Sommerpause. Und heute reden wir mal darüber, was ich in dieser Sommerpause so alles gezockt habe, beziehungsweise in meinem Urlaub. Ab geht's nach dem Intro. Jawolski, wie angekündigt, nach Wacken endet die Sommerpause hier auf meinem Kanal und wir starten heute mit den Spielen, die ich zuletzt gezockt habe, würde ich sagen. Ich habe hier einen ganzen Stapel liegen, das habt ihr gerade gesehen, da kam auch noch das ein oder andere digitale Ding mit dazu. Da werden wir heute ein bisschen drüber quatschen. Das sind aber alles Kleinigkeiten, also erwartet jetzt hier keine Review zu irgendeinem großen Rollenspiel oder sonst irgendwie etwas. Das war nicht der Fall, denn während dieser Sommerpause, in dem ich auch keine YouTube-Videos gemacht habe, habe ich auch nichts gezockt sozusagen. Ne? Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder angefangen, habe die Konsole nach, glaube ich, knapp 2 Monaten zum ersten Mal wieder gestartet und dementsprechend habe ich alles nur Kleinigkeiten gespielt oder habe sie halt nur angefangen oder irgendwie sowas. Deswegen erwartet ihr jetzt keine große Review zu irgendeinem riesigen Spiel. Das sind alles Kleinigkeiten, aber trotzdem ist es teilweise ja beredenswert, nenne ich es mal. Deswegen wir starten jetzt mit den Spielen. Das erste Spiel ist tatsächlich ein etwas größeres Spiel, was ich gespielt habe. Damit habe ich aber auch nur die ersten Stunden verbracht. Und zwar ist es Unicorn Overlord von Atlas Games, beziehungsweise gemacht von VanillaWare. Und das ganze Ding ist ein, ja, ein Strategie-Rollenspiel, wenn man so möchte. Aber es ist nicht ein typisches Strategie-Rollenspiel. Meistens kennt man das ja vom Gameplay her, dass man in solchen Spielen dann, ja, ich sag mal, so eine Art Schachbrettmuster vorfindet, ne, und kann dann dort seine Einheiten platzieren und bewegen und so. Und man kann dann halt dort taktisch vorgehen. So ist es hierbei aber nicht. Hier haben wir quasi ein bisschen ein anderes Gameplay, denn wir spielen im Grunde gar nicht selbst die Schlacht. Wir stellen im Vorfeld nur alles ein. Wir machen unsere Einheiten zusammen. Wir gucken, welche Einheit passt in welche Armee gut rein. Wir haben verschiedene Armeen, die wir zusammen raffen, also wir haben verschiedene Einheiten, die wir zu einer Armee zusammenraffen, haben dann verschiedene Armeen und befehligen die über das Schlachtfeld. Und wenn es dann zum Kampf kommt, gehen halt eben diese, ja, eine Armee von mir mit meinetwegen 3 oder 4 Kämpfern gegen die Armee vom Gegner mit auch 2, 3, 4 Kämpfern und dann läuft dieser Kampf quasi automatisch ab. Das fand ich am Anfang ein bisschen seltsam, weil gerade dieses taktische Vorgehen in solchen Spielen ist halt eigentlich immer das Grundelement, sage ich mal. Hierbei ist es aber wirklich das Vorgeplänkel, beziehungsweise das, wie bewege ich mich über die Karte, wie stelle ich meine Einheit zusammen, dass ich jetzt ja gut gegen die anderen Einheiten ankämpfen kann und sowas. Also nehme ich einen Nahkämpfer mit dazu, einen, der blocken kann. Vielleicht setze ich noch in die zweite Reihe einen Bogenschützen oder sowas. Ja, und im Laufe des Spiels bekomme ich natürlich immer mehr Charaktere mit dazu. Und ja, so entspinnt sich dann da ein ziemlich großes, natürlich ein großes Abenteuer, am Ende wieder mal mit Weltretten und den ganzen Krempel. Ne? Wir spielen hier einen jungen Prinzen, der zu Beginn des Spiels quasi, ja, er wird nicht verstoßen, aber er wird quasi in Sicherheit gebracht von seiner Mutter, lebt dann auf einer fernen Insel und sein Land, wo er geboren wurde, ja, wird in Schutt und Asche gelegt und wird von den bösen Mächten übernommen. Und im Laufe der Jahre, wir trainieren dann, werden erwachsen und so weiter und bekommen dann mit, dass halt eben unser Heimatland komplett kaputt ist und unterdrückt wird und so. Und wir entscheiden uns dann, das Ganze zurückzuerobern. Und ja, so begeben wir uns dann halt auf die Reise und versuchen unser Heimatland zurückzuerobern. Das ist das ganze Ding. Bisher zumindest, mir gefällt das sehr gut. Vor allen Dingen, ich habe eben am Anfang betont, das Ding ist von VanillaWare. Wer VanillaWare so ein bisschen kennt, der weiß, dass die einfach gerade von der Optik, vom Design, einfach immer unfassbar schöne Spiele machen, ne? Das ist hier auch wieder der Fall. Wir haben einfach eine unfassbar schöne Aquarelloptik. Gefällt mir mega gut. Und das wird auch ein Spiel sein, ich glaube, das werde ich auch weiterspielen. Ne? Ich habe mir das jetzt extra für die Switch damals geholt, gab es auch für die PS5, aber das ist wirklich das perfekte Switch-Spiel, meiner Meinung nach, weil es von der Performance braucht es halt nicht viel. Klar, wir kämpfen ja auch nicht selber, wir stellen alles nur vorher ein. Deswegen passt das ziemlich gut. Und das wird auch, glaube ich, das Spiel werden, was ich jetzt auf der Switch weiterspielen werde. Jo, Unicorn Overlord, auf jeden Fall ein Überraschungsding irgendwie. Ich hatte das beim Akimbo FM Podcast, beim guten Mirko hatte ich das mitbekommen, der hat da darüber berichtet und das, jo, hat mir dann so zugesagt, dass ich mir das Ding auf jeden Fall zugelegt habe. Unicorn Overlord. Dann hatte ich
nach meinem Formel 1 Debüt, wie soll ich das denn nennen? Ich hatte ja einen kleinen Ausflug in die Formel 1 nochmal seit Ewigkeiten und habe mir da damals ein Rennen angeguckt in Monaco und war dann so begeistert wieder, beziehungsweise so gehypt, dass ich mir Formel 1 gekauft habe. Allerdings, Formel 1 ist halt auch nur Formel 1, ne? Man kann einfach stumpf diese Rennen fahren, das ist in Ordnung, aber das hat mich dann halt doch wieder sehr schnell verlassen, das Ganze. Ich hatte aber Bock auf ein Autorennen und habe mir nochmal Gran Turismo reingezogen. Ne, Gran Turismo 7 hatten wir schon öfters hier auf meinem Kanal, ist ein absolut grandioses Rennspiel und ich kann da immer nur wieder betonen, auch wie, ich will jetzt ja gar nicht viel drüber quatschen, das hatten wir schon so oft hier auf meinem Kanal und die Leute, die solche Spiele mögen, da kommt man einfach an GT7 auch nicht vorbei, meiner Meinung nach. Dieses Thema mit diesen ganzen, mit dem Geld, was sie damals gemacht hatten, dass sie die Preise angehoben haben und man jetzt unfassbar lange fahren muss oder halt einfach Credits kaufen kann, so ja, das mag immer noch sein. Aber im Grunde, ich spiele ja ein Rennspiel nicht, um möglichst schnell alles frei zu spielen, sondern einfach, weil ich halt Bock habe, Rennen zu fahren. Ne? Und deswegen macht mir das jetzt nichts, dass ich da so viel Geld mir ersparen muss, um mir dann halt ein krasses Auto leisten zu können. Ja, das hat auf jeden Fall wieder mal Bock gemacht. Und was ich halt immer wieder betonen kann, ist, dass das wirklich vom Realismus her ist, wirklich krass. Ne? Wenn man selber auch schon mal über die Nordschleife gefahren ist, dann gerade die Nordschleife macht halt einfach Bock auf diesem Ding hier. Ich habe seit Ewigkeiten jetzt mal wieder die Nordschleife selber gesteuert quasi oder über die Nordschleife gesteuert. Damals im echten Leben war ich ja nur Beifahrer, aber das war krass. Ne? Ihr seht vielleicht auch gerade hier das ein oder andere, ja, ein oder anderen Videoschnipsel von damals, wo ich mit dem guten Matthias mit seinem Mini über die Nordschleife geballert bin. Aber wenn man dann selber nochmal fährt, ist es halt einfach, man kennt diese Strecke dann auch. Ne? Das ist wirklich cool. Normalerweise brauche ich immer sehr lange, um mir Strecken einzuprägen in so Rennspielen. Wenn man mal selber wirklich live drüber gefahren ist, dann hat man das direkt irgendwie drin. Und ich bin seit Ewigkeiten wieder Nordschleife gefahren und musste erstmal klarkommen. Lag jetzt nicht an Nordschleife, sondern an dem Auto, was ich da zur Verfügung hatte. War halt ein Porsche mit ziemlich viel Dampf und es war einfach schwierig zu steuern. Deswegen, wenn ihr gerade Gameplay seht, dann lacht bitte nicht. Ne? Normal geht das besser. Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich habe dann so ein, zwei Abende hier wieder mit verbracht, habe mir ein paar Credits erspielt, habe ein Auto getunt, habe mir was Neues gekauft, habe ein paar Trophäen auch geholt nochmal seit Ewigkeiten und das hat einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, das wird auch was sein, was ich jetzt mit und mit immer mal wieder weiterspielen werde, wenn ich Bock auf ein Rennspiel halt eben habe. Ja, Gran Turismo 7. Dann kommen wir nun zu einem Spiel, das habt ihr noch nicht hier auf meinem Kanal gesehen. Das werdet ihr im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos auch nochmal in der Pickup-Folge sehen. Denn eigentlich habe ich das noch gar nicht, weil alles, was ich in meiner Pickup-Folge noch nicht vorgestellt habe, ist noch nicht offiziell in meiner Sammlung. Nichtsdestotrotz habe ich Sonic Superstars gespielt. Ihr kennt vielleicht meine Meinung zu Sonic. Ihr kennt ja das, was ich dazu immer gesagt habe, dass ich einfach kein. Also Sonic und ich, wir werden keine Freunde mehr. Und da hat auch dieses Spiel hier nicht groß was dran geändert, denn ich hatte noch mal Bock drauf. Ich habe gedacht, komm, guck's dir noch mal an, weil ich generell mag ich Sonic, die Figur. Ich mag die Musik aus den Spielen, ich mag auch die Optik und alles, alles cool. Ist auch ein Kindheitsding von früher, mag sein, aber das Gameplay ist einfach Grütze. Ich kann das immer noch nicht nachvollziehen, wie man ein Spiel machen kann. Im Stile von einem Sonic. Das könnt ihr gerne auch wieder hier, weiß ich nicht, in die Kommentare schreiben. Ja, du bist einfach zu dumm, mag sein. Vielleicht liegt es auch an mir. Aber ich verstehe es nicht, wie ich so ein Level-Design, was wir hier bei Sonic haben, mit dem Gameplay, was wir hier haben, wie das funktioniert halt einfach nicht. Ich renne wie so ein Irrer durch diese Welt durch. Das macht doch Bock, ne? Man wird dann durch diesen Looping geschleudert und dann kommt nochmal ein Beschleunigungsstreifen und dann kommt plötzlich eine Feder, die uns in die andere Richtung katapultiert. Und dann kommt innerhalb von einer halben Millisekunde ein Gegner, wo wir einfach reinbrettern. So. Und wenn kein Gegner kommt, dann kommt aber plötzlich irgendwie, ich kriege auch von dem Level gar nichts mit. Ne, das ist also kein Spiel, wo ich jetzt sage, ey, ich sammle hier alle Münzen oder alle Ringe in dem Fall irgendwie ein. Geht gar nicht, weil es gibt plötzlich 500 verschiedene Wege. Wir rennen aber so schnell da durch, man kann halt gar nicht reagieren. Und auf der anderen Seite, die Bosse in diesem Spiel verlangen aber, dass ich halt schnell reagiere, sag ich mal. Aber Sonic ist, wenn er nicht gerade in voller Fahrt ist, so unfassbar träge und die Richtungswechsel sind einfach so langsam. Das hat mit einem guten Jump'n'Run nichts zu tun, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ist Sonic ist doch ein Jump'n'Run oder nicht? Oder zählt das zu einem anderen Genre irgendwie? Weil das ist wirklich,
dann wirklich den letzten Nerv geraubt. Ich habe den ersten Boss, ne, da kam dann natürlich wieder hier Dr. Eggman oder wie er heißt, runtergeflogen. Und auch den Zwischenboss, den ersten, habe ich geschafft. Aber den zweiten, in der zweiten Welt dann, das war, da musste man einfach zu schnell Richtungswechsel vollführen, die aber nicht möglich sind mit Sonic. So, das, der ist dann einfach zu träge. Wenn er einmal rennt, dann rennt er. Keine Ahnung, ne, das hat mir dann, ja, wie gesagt, es hat mir von der Optik her gut gefallen, die Musik hat mir gut gefallen, aber das Gameplay passt einfach nicht zu dem, zum Level-Design, so meiner Meinung nach. Ne, deswegen Sonic Superstars für mich, ja, tatsächlich wieder ein, ich will nicht sagen Reinfall, aber es hat mir wieder bestätigt, dass ich mit Sonic einfach, ja, Freunde werden wir nicht mehr. Dann habe ich, wie ich eben schon erwähnt habe, einige Sachen angespielt und auch ein paar Kleinigkeiten gespielt. Und das war zum einen Fury Unleashed. Das Ding habe ich mir damals gekauft, ohne zu wissen, was es ist. Ich habe es mir einfach gekauft aufgrund des Covers, weil, jetzt passt auf, ich bin ein bisschen auf was reingefallen. Ich hatte nämlich gedacht, dass es hierbei einen coolen Metal-Soundtrack gibt. Denn ich habe mir damals ein paar Spiele gekauft, die halt einen Heavy-Metal-Soundtrack haben. Und dann wurde mir irgendwann das hier vorgeschlagen. Und ich dachte, okay, hey, Fury Unleashed, guck dir diesen Typ mal an. Der sieht einfach aus wie der Sänger von Sabaton. Ne? Der hat so die gleiche Frise, ein bisschen Bart und so eine Weste an und so, ne? Wie halt der Joachim von Sabaton. Und ich dachte, gut, vielleicht hängt das irgendwie zusammen, weil die haben ja auch für andere Spiele schon Musik gemacht, ne? World of Tanks und so ein Kram zum Beispiel. Und Bismarck war ja auch gesponsert von World of Warships und so, das Video. Und deswegen dachte ich mir, ja, vielleicht ist das so. Und dann habe ich mir das gekauft und habe es aber ewig nicht gespielt. Und ich habe jetzt gedacht, komm, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt guckst du es dir mal an. Und dem ist nicht so. Also das hat mit Heavy Metal nichts zu tun. Wahrscheinlich ist es auch nur Zufall, dass es so aussieht. Aber warum auch immer mir das dann vorgeschlagen wurde, bin ich halt drauf reingefallen. Aber nichtsdestotrotz war es ein cooles Spiel. Es ist nämlich quasi ein, es ist ein Roguelike, ja, aber ein sehr, man kann auch auf leicht stellen, aber ich habe tatsächlich auch hier mal auf dem normalen, also dem schweren Schwierigkeitsgrad gespielt. Und das geht vollkommen in Ordnung, finde ich. Es ist jetzt nicht bei anderen Roguelike-Games, habe ich ganz oft das Problem gehabt, dass ich anfange und ich komme in der Welt oder in dem Level so ein paar Meter weit und bin schon tot. Ne, das habe ich schon ganz oft gehabt. Und hierbei bin ich relativ weit gekommen und es macht doch einfach Bock. Es fetzt einfach, ne? Man kann rumballern, man hat Gegner, die aggressiv vorgehen, man hat Gegner, die nur in der Weltgeschichte rumrennen. Das ist so ein bisschen auch Metroidvania-mäßig, aber sehr komprimiert. Ne? Es ist aufgebaut wie eine Comicbuchseite. Wir haben, ihr seht das auch vorne drauf, auf dem Cover schon so ein bisschen und am Gameplay wahrscheinlich seht ihr es auch gerade. Wir haben quasi das Ganze aufgebaut wie ein Comic-Heft. Das, ich glaube, es basiert ja auch auf einem Comic. Ne? Fury Unleashed ist ja, glaube ich, ein Comic irgendwie gewesen. Und wir arbeiten uns quasi jetzt in Metroidvania-Manier durch halt eben diese Comic-Seiten durch. Und müssen irgendwo, treffen wir auf Bosse und so, die auch alle mega cool inszeniert waren. Das hat schon Bock gemacht. Ne? Aber ich bin halt niemand, der ja bei solchen Spielen dann das komplett durchzieht. Ich habe das einen Abend gespielt, hat mir Bock gemacht. Ich habe auch meinen Charakter aufwerten können ein paar Mal. Ne? Immer wenn man quasi einen Durchgang dann beendet, beziehungsweise stirbt oder so, kann man seinen Charakter mit Punkten aufwerten und so. Ich habe dann erstmal alles ins Leben geballert und so, dass ich mir aushalte. Das war schon cool, ne? Das kann man auf jeden Fall mal spielen, ne? Also wenn ihr Bock auf so ein Roguelike Metroidvania Ding habt, mit einer coolen Optik auch, ne? Und diesen Comic Look mit dazu, dann guckt euch Fury Unleashed auf jeden Fall mal an. Cooles Teil. Übrigens, sorry, falls ich immer mal in diese Richtung gucke, ich habe mein Handy eben gedreht. Ich muss mich dran gewöhnen, nach rechts hin zu gucken. Egal. Dann gab es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich begonnen habe, aber relativ schnell wieder weggelegt habe, aus mehreren Gründen. Die fasse ich jetzt hier in diesem Blog einfach mal zusammen. Und das erste ist, das hatte ich vor kurzem in der Pickup-Folge, und zwar ist das muss ich mal ablesen, weil das einen unfassbar langen Namen hat, Monster Energy Supercross 4 FIM World Championship The Official Video Game. Junge, Junge, ey. Und zwar ist das ein Motocross-Spiel, kurz zusammengefasst. Und ich habe gedacht, das war bevor ich mit GT7 dann begonnen habe, ich hatte wie gesagt Bock auf irgendwas Rennen fahren und so, und habe gedacht, nimm dir mal das hier, das wird ja irgendwas Arcadiges sein, ne, wo man mit einem Motorrad einfach quasi rumfährt und hat Spaß. So. Aber es ist tatsächlich mir zu kompliziert gewesen. Ich hätte mich da richtig reinfuchsen müssen, aber an diesem Abend, wie gesagt, wollte ich einfach nur stumpf Rennen fahren. Und das ist im Grunde vergleichbar mit einem Trials, aber nicht nur, dass wir bei den Trials fährt man ja nur geradeaus in dem Sinne und muss einfach nur physikalisch sein Gewicht verlagern und so, damit man halt nicht
damit man vernünftig durch diese Level durchkommt. Neues Trials hätte ich übrigens auch nochmal Bock drauf, fällt mir gerade so auf. Und hierbei hat man dieses Prinzip mit dem Gewicht verlagern und mit Lenken und so, aber halt, dass man auch noch, wie gesagt, gerade lenken kann. Ne? Man fährt halt durch so eine Arena durch, eine typische Motocross-Arena und muss halt Gewicht verlagern, man muss natürlich bremsen und Gas geben, man muss nach vorne zurück und das war wirklich nicht einfach. Also ich habe dann nach kurzer Zeit das Ding einfach aus der Konsole wieder rausgeholt, weil es mir für diesen Moment einfach zu kompliziert war und ich wollte mich da nicht reinfuchsen. Ja, deswegen, wer Bock auf sowas hat, kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Von der Optik her, ja, war okay, kostet ja auch nicht die Welt, ne? Also wenn man sowas mag, kann man sich das mal angucken. Genauso wie das nächste Spiel, was ich auch aufgrund von Reinfuchserei erstmal rausgelegt habe, und zwar auch dann im Zuge diesen, ich habe Bock auf irgendwas mit Autos, habe ich mir Expeditions A Mud Runner Game in die Konsole gepackt. Aber hier ist ein ähnliches Ding gewesen. Auch das hier ist natürlich kein Auto, ist kein Rennspiel in dem Sinne, sondern ihr kennt vielleicht ja schon SnowRunner und auch Mud Runner, wo wir uns mit großen Vehikeln durch irgendwelche Level durchfahren, quasi durch Matsch, durch Schnee, durch irgendwelche Gebiete und müssen unsere Ware meinetwegen von A nach B transportieren oder sowas und müssen uns halt dann durch unwegsames Gelände durchbewegen. Und das machen wir mit einem schweren Auto, wir machen das mit einer Seilwinde, die da dran ist, wir machen das mit allen möglichen Hilfsmitteln. Und auch hier war es so, dass ich habe das Tutorial gespielt und das konnte ich mir oder ich wollte es mir an diesem Abend einfach nicht merken. Ne? Ich habe da gesessen und bin gefahren. Es war cool, ne? Weil man mit diesem schweren Teil wirklich merkt, wie man durch das Gelände durchfährt und so. Und dann plötzlich kommt aber Matsch. Dann sagt das Ding, ey, jetzt musst du hier die Differentialsperre ändern. Dann musst du den anderen Gang machen. Dann musst du das irgendwie, dann musst du Allrad einschalten. Dann musst du Allrad ausschalten und dann dies und jenes. Und das war mir einfach too much an diesem Abend. Ansonsten fand ich direkt, war dieses, ja, dieses Flair, was auch bei SnowRunner oder bei MudRunner halt schon da war, war hier auch wieder da. Und ich bin mal gespannt, wenn ich das irgendwann mal weiterspiele, weil hier geht es ja auch um eine Expedition. Ne? Bei MudRunner und bei SnowRunner war es ja so, dass wir dann irgendwie Holz transportieren mussten oder irgendwelche anderen großen Sachen. Und hier geht es halt vor allen Dingen auch darum, um eine Expedition zu starten. Ne? Und deswegen, wenn ich das hier hinten drauf sehe, gibt es hier auch noch ganz, ganz viele andere Vegetationen. Ne? Auch vorne drauf, wir sehen hier schon einen Berg mit Schnee, wir sehen einen Fluss, wir sehen Wüste, wir sehen Wald. Und das stelle ich mir dann doch ein bisschen abwechslungsreicher vor als halt eben ein SnowRunner oder so. Ja, mal gucken, wann ich das mal irgendwann weitermache. Aber war mir, wie gesagt, für diesen Abend zu viel einfach. Dann haben wir noch ein kleines Spielchen gespielt. Das wollte ich einfach zwischendurch mal reinlegen, weil ich habe so mein Switch-Regal durchgeguckt und dachte, ey, was könntest du jetzt mal reinlegen? Und da bin ich bei Boulder Dash hängen geblieben. Kennt ihr Boulder Dash noch von früher? Ist ja ein absolutes Kultgame, ne, wo wir da mit diesem Männchen quasi uns einen Weg graben müssen, um an bestimmte Diamanten oder Edelsteine ranzukommen. Und dann kann es aber passieren, dass die Höhle einstürzt oder dass der Bär, ein Fels Brocken auf ins Feld oder sowas. Und das hier ist quasi eine Neuauflage davon. Man kann auch hier, also nicht komplett das Original leider nicht, aber man kann so einen klassischen Modus spielen. Das fand ich auch ganz, ich meine, es sind, glaube ich, ein paar Level gewesen von früher, aber ich glaube, das Originalspiel an sich war es, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich die ersten Level von dem Originalspiel anders irgendwie im Kopf. Nichtsdestotrotz hat mir das für eine gewisse Zeit Spaß gemacht. Ne? Das ist aber so ein typisches Handy-Game, sage ich mal, ne? Weil wir haben hier auch dieses Prinzip, dass wir die ganzen Level nebeneinander haben. Wir können 1 bis 3 Sterne verdienen, je nachdem, wie gut wir das Level abschließen. Und dann, wenn wir bestimmte Sterne gesammelt haben, schalten wir wieder neue Levels frei. Ne? Man kennt das Prinzip von Handy-Games halt. Und das war okay, für so eine Stunde habe ich das gespielt, aber dann nutzt es sich auch relativ schnell ab. Sie haben natürlich versucht, da neue Gameplay-Elemente reinzubringen in die neue Version. Ne? Wir haben da verschiedene Gegnertypen, die da auch rumlaufen, Schlangen, die immer am Rand entlang, dann haben wir Quallen und andere Sachen und so. Und das war in Ordnung. Ne? Das hat, wie gesagt, für die Stunde das Spaß gemacht, aber das ist jetzt auch nichts, was ich da, wo ich im Suchtmodus verfalle und dann da versuche, alle Levels freizuschalten und so. Ne? Deswegen Boulder Dash in der 30 Jahre Anniversary Edition. Ja, war nett. Das war's. Dann habe ich mit meiner Tochter noch das ein oder andere Spiel zusammengespielt, denn sie hängt auch relativ viel momentan am Computer. Klar, sie hat auch Ferien, ne? Und dann darf sie auch da mal ein bisschen länger
an den Rechner und darf mal einfach mit ihren Freunden, das ist auch sehr witzig anzusehen, weil sie sich halt auch mittlerweile das Handy hinstellt und dann haben sie teilweise mit Bild oder teilweise ohne und telefonieren dann in einer Vierergruppe über WhatsApp und zocken alle zusammen irgendwelche Spiele, unter anderem Roblox. Ich war anfangs so nicht so der Riesenfan von Roblox. Ich bin es auch jetzt immer noch nicht, weil die Spiele halt auch einfach alle Müll sind, meiner Meinung nach. Aber ich habe es mit ihr mal zusammengespielt, weil ich mir das mal angucken wollte. Und das war schon sehr wild, sehr hektisch, ne? Und ich sag mal, es gibt deutlich, wenn man so in diese Richtung gehen möchte, diese Art Spiele, die es da halt gibt, ne? Es gab dann so Deathmatch und es gab halt einer ist der Mörder und einer ist Cop und dann sind die Geiseln oder die Unschuldigen irgendwie da. Das haben wir mal ein paar Runden gespielt. Das hat für diese Zeit, wo ich da mitgespielt habe, die paar Minuten, ja, schon, es war schon okay, sage ich mal, aber ich würde dann doch eher andere Sachen vorziehen, ne? Also das Roblox-Ding. Wenn sie mich jetzt fragt, hey, können wir noch was zusammen zocken, dann sind wir dann mittlerweile eher bei Fortnite angekommen. Ich habe mir jetzt Fortnite auch nochmal runtergeladen. Ich habe es ja vor einiger Zeit schon mal gespielt, zum ersten Mal. Hab das aber da, weiß ich nicht, nur mal so halbherzig gemacht. Und jetzt haben wir wirklich ein paar Runden gespielt. Und das Lustige ist, ich bin mir jetzt im Nachhinein aber halt nicht sicher, weil ich glaube, meine Tochter hat zwar das Spiel erstellt, dementsprechend hat sie ja schon einige Runden gemacht. Ich weiß aber nicht, wie das ist, weil der Herr Consolero meinte, ja klar, wenn du anfängst, hast du erstmal Bots da drin. Ihr könnt mich gerne mal aufklären, wie das abläuft, wenn man mit Fortnite beginnt, mit einem frischen Account. Ich war Level 0 und wir haben quasi ein, zwei Runden gespielt. Zum einen spielen, dass ich weiß, wie die Steuerung funktioniert und dann haben wir direkt quasi einen epischen Sieg geholt. Ich habe es mir damals so erklärt, dass ich halt kein Ranked-Game gespielt habe mit ihr, sondern einfach so. Und habe ich mir gedacht, gut, da sind vielleicht Leute, die einfach nicht so gut sind und wir hatten einfach ein bisschen Glück. Dann meinte der Herr Consolero aber zu mir, ja, ist am Anfang klar, du hast am Anfang Bots mit da drin. Wenn das der Fall ist, natürlich, okay, dann war es trotzdem cool. Sie hat sich mega gefreut, dass wir einen epischen Sieg geholt haben, direkt am Anfang. Und ja, ne, das lass mal dann jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber ich muss sagen, es ist wirklich kein schlechtes Spiel. Ne? Viele machen ja Fortnite immer sehr schlecht und so. Ähnlich wie oh, Call of Duty, Online-Ballerei und so. Ja, ey, ist aber echt nicht verkehrt. Ne? Man kann die Sachen wirklich spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt für mich alleine Fortnite spielen würde. Aber wenn sie Bock hat, dann nochmal eine Runde zu machen, dann bin ich da auf jeden Fall bereit. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Gut. So viel dazu. Ja, Wolski, das waren die paar Spiele, die ich in meinem Urlaub jetzt hier so gespielt habe. Ich werde jetzt heute, glaube ich, noch beginnen mit einem weiteren Spiel. Und jetzt habe ich hab, vor dem Urlaub, habe ich gedacht, ey, du fängst jetzt vor Wacken, du bist über eine Woche nicht zu Hause, da fängst du jetzt kein großes Spiel mehr an. Ich habe mir jetzt ein paar zur Auswahl gestellt und habe dann im Urlaub, also auf Wacken war ich ja mit dem guten Florian, der Zock Amigo, und wir haben so ein bisschen auch über Videospiele gequatscht. Das ist uns irgendwann aufgefallen, haben wir gesagt, ey, wir haben da gar nicht über Videospiele gequatscht, so. Dann kam das halt irgendwann und dann haben wir so über, ja, was man so als nächstes spielen könnte, geredet und dann kamen wir auf Star Ocean Second Story R und das habe ich mir sowieso vor dem Urlaub schon rausgelegt und dachte mir, komm, wenn du zurückkommst, dann fängst du damit an und damit werde ich, glaube ich, heute Abend beginnen. Das heißt, bei der nächsten Ausgabe, was ich zuletzt gezockt habe, werden wir wahrscheinlich auch darüber sprechen. Gut, ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so in letzter Zeit gezockt habt. Und vor allen Dingen, ey, ich bin froh, dass ich wieder hier bin jetzt. Ich habe ja längere Zeit das Pause gemacht. Ich habe aber gerade Bock aufzunehmen, also alles cool. Wir machen weiter. Und ich würde sagen, schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Gerne zu meinen Spielen, die ich gespielt habe, oder zu euren. Whatever. Bis dann. Tschüss.